Und herzlich willkommen zu Folge 57 mittlerweile. Ja, beim letzten Mal beim bisschen beim Dorf rumgekraxelt. Das werden wir jetzt auch weiter tun. Ich habe ja schon ein bisschen Sachen im Inventar. Dann werde ich erstmal dahin gehen und schauen, wie ich das mache. Ich habe ja gesagt, diese Häuser werden erstmal nicht benutzt. Entweder werden sie abgerissen oder ich setze das ganze Land nochmal runter. Halt, sprich, die ganzen Gebäude und die Wege und so was. Aber erstmal müssen wir mal ab hier alles ordentlich hinbekommen. So. Das kann weg. Dann kommt hier Kies hin. Nee, das lassen wir mal. Hier kann aber. Oh, nee, das nicht. Hier darf Kies hin. Robert Kiesling. Oder wie der auch heißt, glaube ich. Keine Ahnung, irgendwie Fußballspieler. So. Machen wir hier. Zack, zack, zack. Und hier war doch dieses komische Loch, genau. Und so ist aber besser. Zack. Wie gesagt, das Dorf erstmal ein bisschen ausbessern, weil wir brauchen mehr Villager. Und die können anscheinend, wenn man halt mehrere Villager hat, mit Eisen, Golem etc., können die halt nach gewisser Prozentzahl wieder neue Villager erzeugen. Und das versuche ich jetzt eigentlich damit, mit dieser Aktion hier wieder. Weil, wie gesagt, waren ja letztes Mal ganz viele Villager weg. Und die möchte ich jetzt eigentlich wieder haben. So. Machen wir mal hier einen Dreierweg noch lang. Vielleicht können wir den für irgendwas benutzen später. So. Hoppala. Was bist denn heute so hastig? Eigentlich heißt das, er hetzt mich nicht, aber du bist heute irgendwie einer von der schnellen Sorte hier. So, das. Das brauche ich nicht. Das kann weg. Dann tue ich mal hier mein Jetpack gegen das Bedpack tauschen. Dann müssen wir ja auch noch auf Legpack umschalten. Aber das kommt später. So. Das kriegen wir alles auf jeden Fall noch hin hier. Sieht auf jeden Fall jetzt besser aus gleich. Als dieses unvollständige Werk hier, dass man das sowieso nicht hier von rein immer glättet hier alles. Und dann das Dorf erst hinsetzt vom World Generating, aber naja. Kann man nichts machen. Das brauchen wir hier auch nicht so. Da müssen wir das richtig machen hier. Oh, klappt doch nicht so hin. Das reicht doch, wenn du ganz ruhig machst. Ruhig Blut setzen hier. So, ja gut, das kann man eigentlich so lassen. So ein bisschen hier so abgeschnitten immer. Ah ne, da wollte ich doch hier hinsetzen. Dies, das passt auch. Das ist auch gut, da machen wir aber eigentlich. Machen wir das mal so. So. Ja. Das ist schon okay. Hier sind noch ein paar Häuschen. Hier ist keine Fackel drin, ne? Eine Fackel. Naja, komm, die setzen wir wenigstens mittig hier von der Tür. Hallo? So. Und der ist auch okay. Hier ist eine Fackel drin. Das hier immer. Erde drin ist, das wundert mich. Dass hier kein Holz drin ist oder Stein. Soll vielleicht so sein, aber ich möchte das nicht so haben. Das brauchen wir auch nicht hier so richtig. Und da sehe ich das nächste Fauxpas, hier, das hier. Nö, nö, nö. Du musst mir die Wege hier glätten. Ja, da ist auch das Feld, wenn es stören würde. So, machen wir hier noch eine Reihe runter. Kiesweg erstmal hier hinsetzen. Der ist zu groß, ne? Eigentlich mit drei. Naja. Ist schon okay. Lassen wir mal so. So. Hier runter. Hier runter. Upp.
Da. Oh, zwei oder sowas. Und dann hier noch. Der haut aber auch rein hier bei normaler Erde. Ja, ist ja normale Erde. Statt mit diesem Grasüberzug. Nein, hier könnte man noch wieder runtergehen, hier auf diese Ebene. Ja, das könnte man wohl. Aber erstmal lasse ich das so. Dann. Hier könnte ich ein paar Villager reinsetzen. Und hier vorne. Dann würde ich sagen, dass diese Häuser erstmal hier wegfallen. Und ich die Villager alle da hinten reinsetze. Aber vorerst werde ich ganz viel Stein brennen. Mein Fuß ist eingeschlafen. Eieieiei. Stein brennen und mit dem Stein werden wir uns ein paar Mauern bauen. Oder mache ich das aufs Cobblestone? Ist eigentlich auch nicht schlecht, ne? Machen wir hier Cobblestone raus. So. Das kann alles weg hier. Das brauchen wir nicht. Vielleicht nehmen wir uns ein bisschen Erde hier, damit wir uns ein bisschen hochbauen können oder so. Und daraus machen wir jetzt sozusagen eine kleine Stadtmauer, damit er die Zombies nicht... Ah, warte mal. Ja, okay, wir können es auch Holz machen auch. Bin ich so am Überlegen. Es ist wirklich noch so... So die Sache am Überlegen gerade. Oh, nein, das darf nicht passieren. Wo habe ich denn noch Platz jetzt? Bestimmt jetzt nirgendwo mehr, ne? Bestimmt... Oh, da ist noch Platz. Da ist noch Platz. Ich will sowieso mal gucken, was hier auch noch alles drin ist, was hier raus kann. Ja, fast, eigentlich fast alles. Was sich da oben so angelegt hat. Meine Güte, ist hier Müll drinne. Müll, na, das Wetter kann hier raus. Das passt auch nicht mehr hier rein. Erstmal alles durchklicken. Da findet sich noch was Passendes dazu. Oh, noch so viel Leder. So, das. Kupferbarren, ja, was kann denn hier raus? Die Ziegel. So, das kann weg, das kann weg, das. Und ich hätte auch mal vorher am Anfang eigentlich alles sortieren können, wo ich alles reinschmeiße, aber das mache ich auch mittlerweile nicht mehr. So. Sollen wir jetzt gucken, das kommt alles schon mal raus. Ne, das ist noch meine Rüstung. Die Eimer können vielleicht noch drin bleiben. Das mit dem hier drauf und das hier irgendwo hin. Ja, dann tun wir die Rüstung dahin. Die Eimer kommen hier hin. Können wir auf jeden Fall schon mal die Bienen hier reinschmeißen. Den Rest irgendwo hier reinpfeffern. Wo sie noch Platz findet, aber ich glaube, das sieht ganz mager aus. Da muss ich jetzt alles hier irgendwo verteilt reinschmeißen. Sie fast zusammenschmeißt, aber irgendwie wollen die alle nicht zusammen. Dann haben wir noch eine Biene, die raus kann. Das kann eigentlich auch noch raus. Was ist das denn für eine? Bescheiden, okay. So, dann ist das schon auch mal leer. Dann haben wir eigentlich die Barrels. Dann würde ich sagen, bevor wir das eigentlich machen, machen wir erst die Barrels voll. Dann müssen wir gucken, was schmeiße ich denn überall so rein? Beziehungsweise, wie mache ich das denn? Themen sortiert noch irgendwie. Irgendwie Holz da. Ja, kriege ich schon irgendwie ein bisschen was unter. Oh, die Folge müsste auch gleich wieder am Ende zu sein. Jupp. Sand. Fangen wir mal mit Sand an oder sowas. Nee. Doch, mit Sand fangen wir jetzt an. Jetzt gehen wir jetzt jede Kiste hier durch. Sandstein. Sandstein kann hier. Glatter Sandstein. Sand. Das kann jetzt einen Moment dauern auf jeden Fall, aber wird es gleich gut aussehen, das sage ich euch. Da habe ich nicht mehr so viele Schrottkisten hier rumstehen. Weil das ist ja wirklich ein bisschen nervig hier. Tausende von Kisten, die eigentlich nur Platz wegnehmen und mich behindern irgendwie, dass es das richtig sortiert ist. Aber dafür muss ich jetzt auch in jede Kiste aber reingucken. Jetzt verpasse ich vielleicht irgendwas. Da ist auch noch so viel drin, was man verbrennen kann. Nether Quarz, Nether Dust. Da müssen wir eigentlich auch in den Nether mit Energie und so was. Hat das auch funktioniert?
So. Dann Sand. Sandstein. Glatter Sandstein. Sieht das gut aus? Ja, das kann man gut erkennen. Gut. Passt doch. Dann würde ich sagen, wir gehen wieder schnell hier hin und ich verabschiede mich wieder, weil die Folge ist ja fast schon wieder zu Ende. Und dann würde ich sagen, bis noch nicht gleich, ich gehe zum Bett. Ich starte jetzt immer ab und zu vor, wenn ich so weit bin, eigentlich beim Bett. So, dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge, euer Flash-Shooter-LP und tschüssen!